Wie will es dein Outfit werden mit KI von Leon? Vor 7 Stunden hochgeladen. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht irgendein Rapper oder so. Wir schauen rein. Let's go. Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir... Das ist genau das gleiche Video wie das, auf was ich gestern reagiert habe. Nicht nur, weil es der gleiche Hintergrund ist und über die Klamotten von Leon brauchen wir sowieso nicht sprechen, das ist immer das gleiche, sondern weil er auch genau an dieser Stelle wieder schwitzt. Also safe 2 Videos an einem Tag. Leon, erwischt. Wieder exposed, exposed, deinen Workflow exposed. Das ist ein Outfit wert und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Bis gleich. Wie heißt du? K.A. Bruder. K.A. Bruder, servus, grüß dich. Mit Moncler-Jacke, Balenciaga-Sweater vermutlich. Mit echten Namen. Khalil? Genau. Khalil. Okay. Also wie King Khalil. So. Wie sind, echt? Das ist richtig? Ah, so wie Khalal, nur mit I. Khalil. Den gleichen Namen, gleichen Nachnamen. Okay. Wir sind Cousins, weißt du. Ah, normal. Okay. Ja. Bestimmt. Was geht ab heute? Hola Bruder, chillen, weißt du, Corona. Chillen am Parkplatz, Corona, Morona, ohne Schutzmaske, man kennt's. Corona-Zeit, kannst nichts machen, haben alles gefickt, ja. Kann man nichts machen, ne? Einfach zu Hause gegangen mit den Jungs, Playstation Abend machen, wir haben PS5 gezockt. Habt ihr schon geklärt, oder was? Ja, ja, haben wir alles gemacht, Bruder. Okay. Wir haben 800 Euro eine Playstation 5 gekauft, ja. Jeder 100 Euro geschmissen, gib ihn. Jeder zockt. Und wem gehört ihr jetzt? Spielt jetzt? Spider-Man haben wir durchgezockt. Spider-Man? Ich schwör's dir, innerhalb einer Woche war übertrieben. Beste Spiel müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Heftiges Spiel aus Langeweile, macht das mies Bock. Alter. Bleibt mal hängen auf Spider-Man. Okay. Vertreibt viel Langeweile. Und was mit Fortnite, FIFA? Fortnite bin ich nicht so. FIFA sowieso, kennst du doch, Bruder. Let's okay, FIFA, ja. Ja. Allah. Ja, okay. Okay, okay. Bitte, ich zocke gar nicht. Zocken ist für mich Zeitverschwendung. Ey, ich weiß ja, bei mir geht's um Outfits, ne? Genau, Bro. Wer es macht, vorne. Zockt's. Aber wenn man zu viel macht. Ich bin eigentlich nicht so der Flexer. So. Bist du nicht? Ich gebe nicht so Wert. Das ist eher der Spider-Man. Nice, Bro. Ja, beug dich ruhig weiter runter zum Micho. Auf Klamotten, Eminem. Okay, dann checken wir mal, was du so am Start hast. Lass mal bei den Schuhen direkt anfangen. Was haben wir da für Schuhe? Bro, was ist das, bitte? Das sind die Spider-Man-Schuhe, glaube ich. Mit denen kann man echt so Haftung, 100% Haftung auf Wänden. Nein, was ist das echt? Canada, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana Sneaker, habe ich noch nie gesehen so. Was sind Dolce & Gabbana Schuhe? Dolce & Gabbana, ja. Dolce & Gabbana, Dolce, ja. Ich weiß, ich kann es nicht mal. Ja, solange du Spider-Man aussprechen kannst. Aussprechen, ich hab's einfach nur. Was zahlt man für die? Bruder, für die habe ich 700 Euro bezahlt. 700 Euro. Wenn mein Vater das weiß, der fickt mich tot, oder? War das nicht. Okay, und wo hast du die gekauft? Direkt bei Deutsch, oder? Direkt, nee, bei... Wer ist das? Ist das ein Rapper, oder? Kaufhaus, das wissen, wie heißt es? Ja, KDW. Ja, KDW, genau. Okay. KDW haben wir das gemacht. Ja. Da war halt so Deutsch. Ich hab die gesehen, Bruder, sind in mein Auge gekommen, hab ich sofort mitgenommen, ja. Okay, die stehen dir auch gut, muss ja, ich sagen. Ja, danke dir, Mann, ich küsse dein Auge. Was haben wir noch? Hose? Weil Hose ist von D-Squared. D-Squared, natürlich. Na klar, was habt ihr euch anderes erwartet? D-Squared Hose, ja. 450 Euro, glaube ich. 400 Euro. Irgendwie 400, so. Ja, kommt ja, auf jeden Fall irgendwie hin. Irgendwie sowas. Bruder, ich muss sagen, du hast einen ganz, ganz, ganz stabilen Gürtel an. Zeig mal. Gucci-Gürtel, natürlich. Ja. Hör dir, Bruder, soll ich dir was sagen? Das gefällt dir, Bruder. Echt jetzt? Oh mein Gott. Bruder, hier, guck mal hier. Gucci-Gürtel, Bruder. Da muss auch was wäre Leon ohne seinen Gucci-Gürtel? Guck mal, jetzt ist schon abgeschnitten. Ich küsse dein Auge, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Bruder, da ist schon was. Ja, fit. Ja, was willst du zu dem Outfit groß sagen? Sagen? Ja. Hauptsache Marke. Zähl mal. Aber nicht gegen Gucci-Gürtel, Bruder. Ich würde niemals in meinem Leben bei Gucci, also ein Gürtel, 200 Euro oder sowas mit like, sein. Bro, du hast Schuhe um 750 Euro. Ich, like, von Dolce & Gabbana. Also, wenn dein Gucci-Gürtel der große Fehl ist, dann weiß ich so auch nicht. Wenn ich Millionär, Milliardär, ich kaufe diese 20 Mal, Allah, aber ich würde das niemals machen. Echt nicht? Nein, Bruder, ich küsse deinen Gürtel, wer sieht das ja? Ich habe jeden Tag meinen Tisch. Bruder! Was hast du denn bezahlt für den Gürtel? Kein 10 Euro in Dubai oder so. Echt jetzt? Ja. Dubai? Da kriegst du Fake-Stuff? Was? In Dubai, hab ich 10 Euro. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Schuhe auch fake sind. Also ich kenne mich mit Dolce & Gabbana nicht so aus, aber die Schuhe habe ich so noch nie gesehen. Euro bezahlt. Der Gürtel juckt mich nicht, Bruder. Okay, nice. Okay. Naja, okay, dann nimm halt irgendeinen, Bro. Muss ja nicht dann ein Fake-Gucci sein. Tu nicht so, als wärst du derjenige, der im Recht ist. Was haben wir noch? Mach auf jeden Fall. Kappi hat es auch gemacht. Er hat einfach gefälschte Kappen gekauft. Echt jetzt? Ja, klar. Achso. Er hat gesagt, die sind sogar stabiler. Echt jetzt? Stabiler, ne? Ich weiß dir. Okay. Was haben wir noch? T-Shirt? Oder T-Shirt ist von Balenciaga. Sag mal ein bisschen Kamera. Balenciaga. Fix auch recht, oder? Balenciaga T-Shirt, ja. Balenciaga hat, glaube ich, 350 Euro gekostet. 53. Ja. Okay, das ist hart, Bruder. Sag dir ehrlich, tut schon weh so. 53 schon ein starker Preis. Wallah, ich sag dir ehrlich, ich finde das
Leute, nimmt das nicht so als Beispiel, macht das nicht nach, wallah. So, es ist nicht cool, so dass dieses ja, ich trage Balenciaga, ihr seid auch cool mit ein paar Nike-Anzüge, so reicht, wallah, reicht. Aber in der Rap-Szene, so die Leute. Ah, er ist also Fix-Rapper. Ihr wisst, die leben ein bisschen im Film und die müssen das leider machen. So, so ein bisschen auf Kacke, ja, ne? Ist einfach so, das gehört einfach dazu. Normal. Aber ich feiere es eigentlich nicht, wallah. Okay. Ja. Also er sagt quasi, ja, Freunde, mach das nicht, das ist alles wack, ich muss das tragen, weil im Rap-Game nimmt mich sonst jeder ernst, aber ich feiere es eigentlich gar nicht. Bro, wenn du Dinge nicht feierst, dann trag sie nicht. Dann bist du authentisch und die Leute mögen dich mehr, als wenn du selber in einem Video sagst, dass du das eigentlich, dass dir das gar nicht gefällt, was du da trägst und das nur machst, um zu gelten. Also Bro, das ist eine so eine loste Aussage und dann bei dem Gucci-Gürtel sagen, dass er fake ist und dann den Leon fragen, warum er so dumm, also den quasi so hinstellen, als wäre das dumm, sich einen echten Gucci-Gürtel zu kaufen. Voila, das ist ja mal der letzte Rotz, diese Aussagen. Okay, auf jeden Fall ehrlich, Digga, muss ich sagen. Was haben wir noch? Jacke? Bruder, Jacke ist von Moncler, die hat mir richtig gefallen auch. Moncler-Jacke? Die war teuer, die gesagt. Das hat gesperrt, Freunde. Das hat gesperrt. Was heißt teuer? Ist schon hart, Bruder. 1200 Euro für ein Jacke. Ja, Wallah, ist für mich hart, Wallah. Ja. Ich find's viel Geld, Wallah. Ich find's, das ist auch sehr, Bruder, viel Geld. Ja. Aber sie war schön, Bruder. Ich musste sie kaufen. Er will sich, glaube ich, sehr sympathisch und bodenständig hinstellen und macht aber dabei sehr vieles verkehrt. Voila. Sie war ausverkauft auch, so die letzte gerade. Okay. Ja, Wallah. Hab ich gedacht, aber das ist auch eine Jacke, die ziehst du nächstes, übernächstes, ja, egal, Jahr. Egal, Bruder, du? Die bleibt wirklich für immer, kann man sagen, eigentlich, Bruder. Ja. Weil so eine Jacke, Bruder, die hält stabil, du passt auch auf, du pflegst die gut. Weißt du, wie ich meine? Ist das auch so eine. Wie pflegst du deine Jacke, Bro? Hast du da eigene Lasur gekauft, um die Jacke einzustreichen, oder? Wendbare Jacke, oder? Weil die sieht ein bisschen so aus, als ob du die auf beiden Seiten tragen kannst. Nee, die kannst du nicht auf beiden Seiten. Ah, nee, kannst du nicht. Nein. Das geht nicht. Okay. Nur auf dieser Seite. Nur auf dieser Seite. Anders geht nicht. Und auch im KDW gekauft, oder? Die habe ich auch im KDW direkt gekauft. Da habe ich die Schuhe gekauft und dann bin ich gelaufen, habe ich die Jacke gesehen, habe ich gesagt, boah, ich wollte einfach mal kurz einkaufen gehen, so, du weißt doch. Ich mache das nicht immer, aber. Und dann direkt so, zwei, ja. Mille minus. Ne? Bisschen mehr gewesen. Wir haben noch ein bisschen mehr gekauft. Okay. Was haben wir noch? Boah, was haben eine wir Uhr noch, oder so? Nee, gut, Bruder. Ich sagte, ich habe eine Uhr, so Rolex, aber ich trage sowas nicht so. Mhm. Das gefällt ihm eigentlich auch gar nicht. Das macht er natürlich alles nur, damit er im. Weil man das halt macht in diesem Film, in diesem Rap-Game. Schmuck, Bruder, ich sag dir, ich bin schon 29 Jahre alt, ich hab das hinter mir, ich hab getragen. Ah, okay, du bist schon so alt und erfahren und deswegen schon durchgespielt, dieses Game. Für dich ist das alles Kindergarten. Ketten, Metten, Bruder, das. Ketten, Metten, alles. Vor allem Metten hat er viel getragen, das glaube ich ihm. Ich bin raus da, Bruder. Ich bin raus. Mag ich nicht, Bruder. Auch so wegen Glauben ein bisschen, so, weißt du, wie ich meine? So, du machst Musik, dies, das, aber für mich, ich nehme ein bisschen den Glauben noch ernst, so, weißt du, wie ich meine? Ich will das nicht, mag ich nicht. Okay. So, deswegen. Und der Glaube sagt, man darf keine Uhren und Schmuck tragen, oder wie? Leute. Okay. Nicht jeder, der Schmuck trägt, ist cool, Eminem, Kim. Okay, perfekt. Was haben wir noch an Outfit? Das war's eigentlich. Bruder, ne? Das war's eigentlich, Bruder. Boxershot, du weißt ja, glaube ich, von. Präsentier, kommt, zeig euch alles. Das ist der wahre Flex. Dieser Bauch hat gekostet, Leute. Da steckt viel Geld drin und viel Playstation-Zeit. C&A, Mann. Okay. C&A, ja. Basic. 10er, ne? Ja, so, was soll ich sagen? 10er, 12 Euro. Gold ist Haram, so viel ich weiß. Ich habe jetzt gelernt, Haram ist Sünde, habe ich den Yassin gefragt. Haram ist Sünde. Okay, verstehe. Irgendwie so. Ja, aber Silber geht ja. Oder Stahl. Okay, ja. Leute, Outfitpreis, den stellen wir hier ein. 2712 Euro. Stabiles Outfit, optisch sieht das sehr gut aus, ja, muss ich sagen. Wallah, danke dir, Bruder. Sage ich selten, dass das gut aussieht, ne? Also, echt, ja? Da muss ich jetzt ehrlich sagen. Nee, also die Leute. Wirklich, du findest, das ist ein stabiles Outfit, Leon. Wahrscheinlich, weil es deinem sehr ähnlich ist. Geben mir immer Props, ich kann mich gut anziehen, ja. Okay. Ich kann mich wirklich. Ah, wirklich? Naja, dann hast du sehr, sehr nette Freunde, würde ich sagen. Auch Jogger ziehe ich gut an, ich kann das gut kombinieren. Ja, Jogger anziehen, das will gelernt sein. Also, okay. Das habe ich drauf. Voila, Bruder. Okay, und was geht bei dir jetzt noch musiktechnisch in Zukunft? Okay, jetzt kommt die letzten 4 Minuten dann halt der Plug. Ja, im Großen und Ganzen, ich glaube, sein Plan war, sich so ein bisschen bodenständig hinzustellen, aber. Bodenständig hinstellen. Safe. Funktioniert. Aber ist nicht ganz aufgegangen, weil er halt zum einen alles sich schön geredet hat, wie das ist unnötig, sich so teure Gürtel zu kaufen. Das sieht doch eh keiner, ist doch eh Shirt drüber. Aber dann gleichzeitig sagen, fake.
I don't know, Leute. Sehr, sehr wirr war das Ganze für mich, ein ziemlicher Blödsinn, den wir da geschaut haben. Aber im Großen und Ganzen ein nettes Video von Leon. Vielen lieben Dank dafür.